Brauchst du nur auf das Ding drauf gehen. Das ist noch nicht das Beste genug. Moment, wo? Hier hoch? Hallo, ich habe hier einen Stein. Moment. Schlipper Ellie muss erst wieder hochspringen. Was? Wow. Okay. Hier oben sind noch viel mehr Flaschen. Alle einen collected. Kann man das Ding schwingen oder nicht schwingen? Das ist hier die Frage. Ui. Wusch, Karamba. Ja. Ah, da kann ich auch hoch. Wo ist ja. Kommst du an die Flasche da, wo ich gerade rumspringe? Moment. Boah. Muss ich mal probieren. Jetzt bin ich schon mal da mit dem Seil. Jetzt muss ich mich nur noch hochziehen. Ja, hab sie. Oh, jetzt habe ich den Stein schon halb umgenietet. Ja, danke. Der Zauberer wieder den Weg geunebnet. Da kriegst du Bienennest auf den Kopf. Es macht übelst Spaß, den Zauberer den Weg zu unebnen. Mhm. Da, Bienennest. Bist du verrückt? Was? Ah, okay, toll. Jetzt haben wir das Feuer da. Zack. Oh, jetzt ist der Magier dead. Na schön. Ey, warum hast du den tot gemacht? Nee, ich hab... Ah, jetzt bist du wieder da, der Krieger. Luft. Na toll, wir kommen jetzt darüber. Das ist ein bisschen ungünstig. Hm. Ich spring... Ja, dazu bräuchte ich einen Zauberer. Ich wollte schon sagen, ich werde eigentlich durchspringen, geht auch nicht. Hm. Kriegen wir jetzt den Zauberer? Können wir hier wieder zurück? Hier ist auch überall Feuer. Moment, ich kann mich zurückschwingen. Da kann ich. Aua, das sind ja. Jetzt hab ich. Okay, ich hab mich getötet. Jetzt bist nur noch du im Spiel. Ja, oder so geht's auch. Juhu, ich bin wieder da, ich bin wieder da. Ich lebe. Schlipper Ellie is alive. Aua. Schlipper Ellie is alive. Wieso kommt man da nicht hin? Zauberer, Zauberer, kannst du mir bitte hier auf das Rohr zwei Kisten machen? Ich will zu der riesen Bolle da oben. Zauberer! Zwei bitte! Unter meinen Füßen eine. Ah, bisschen gerader. Zauberer! Zauberer! Aua! Aua! Machst du mit Absicht. Zauberer! Ja, schön, schön. Und jetzt eine andere oben. Ja, hör doch mal auf mit deinem Scheiß rumgespringe. Gehst mir auf den Piss. Jetzt zwei Kisten da oben drauf. Ja. Noch eine. Ja, schön und noch eine. Okay, sehr schön. Jetzt muss ich nur irgendwie da hochkommen. Hier kannst du die Tritt. Ne, eine reicht zu. Hier liegt noch eine dritte Kiste übrigens. Ah, sehr schön. Kann ich da drauf springen. So, jetzt kannst du hier wieder eine drauf machen. Oder so, geht natürlich auch. Jetzt hab ich's. Dankeschön. Okay. So, wo kommen wir jetzt da hoch? Geht das auch? Oder müssen... Hier unten brauchen wir ein Rohr für, ne? Ah, ne. Doch, hier brauchen wir ein Rohr. Ich komme nicht dahin. Ah. Ah. Hm. Ich dachte schon, ich kann das Rohr zueisen, aber funktioniert auch nicht. Ich glaube, da brauchen wir ein Rohr für, oder? Keine Ahnung. Doch, hier links das Rohr, das können wir doch verwenden, was beim Feuer ist, oder? Geht das nicht? Ja. Doch, das geht. Oh, ich mache mich mal aus dem Acker. So. Puff, ach, die Pfeile kommen wieder runtergeflogen nach einer Zeit. Ich frage mich nur, wie du dir das vorstellst, weil die kann man nicht drehen da dran.
Okay. Komisch. Hm. Ja, weil der Platz zu klein ist. Da müsste es ja also irgendwo ein gerades Rohr geben. Ja. Okay, da hast du aber keins gesehen, oder? Nee. Mhm. Ich hab hier nur das Gebogene. Jetzt haben wir die eine Blase da verstopft. Also die Blase mal frei. Ah, sehr schön. Dann können wir jetzt hoffentlich hier hochfliegen. Flup. Macht sie wieder flup. Mhm. Wir kommen jetzt da rechts rüber. Das wird die Schwierigkeit werden. Hm. Hm. Ah, da kommen wir gar nicht hoch. Wo kommen wir nicht hoch? Da rechts hoch müssen wir ja. Wie kommen wir da hin? Wir haben hier vier Kisten. Hier haben wir noch einen Stein und vier Kisten. Boah. Also nicht mal ich komme da hin. Ach, kannst du die... Komm mal hier runter. Komm mal hierher, wo ich bin, schnell. Kannst du die Blase hierher ziehen? Über den Luft... Welche Blasen? Die Luftblasen über den Strom. Nee. Ah, okay. Ich dachte, die kann man vielleicht auch irgendwie bewegen. Ah, bleibst du da oben? Hm. Komm mit darüber. Hm. Das ist ja schwierig. Das ist echt merkwürdig. Zumal man hier sonst nichts nehmen kann. Aber wir haben halt Haufen Kisten. Wir müssen irgendwas... Vielleicht musst du hier Kisten auf das Blatt stellen. Meinst du, das geht? Oder kannst du mit dem Stein den Luftstrom hier drin versperren? Geht das? Das meinst du, was ich gerade vorhabe. Ah, okay. Aber dann kommst du nicht mehr rein, ne? Moment, ich... Nee, das geht auch nicht. Der Luftstrom ist immer noch. Das müsste man wohl umleiten. Das geht nicht. Ach so, du willst die Dinger vor... Ja, du schiebst sie bloß noch mehr in die Ecke. Hm... Guck mal. Wie hast du das jetzt gemacht? Ach, du kannst die Flaschen packen. Nö. Ach so. Ich schieb die einfach nach vorne. Ja, so geht's natürlich auch. Super. Jetzt müssen wir bloß noch hier hochkommen. Auf das Blatt hier bestimmt Haufen Kisten stellen, oder? Oder so. Hier oben liegt noch eine dritte. Ich glaube, mit drei Kisten müssten wir auskommen. Immer noch die dritte dazu. Ja. Uhaha. Kannst du mittlerweile drei Kisten bauen? Wow. Das bringt mir gerade nichts. Hilf mir. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir's. Okay. Das Putz macht wieder alles fertig hier. Ich vereise alle, damit du es einfacher hast. Oh. Bin ich von den Biestern gestorben? Oh Mann. Jetzt lebst wieder. Ja, also mein. Oh, die Bienen müssen wir wegkriegen. Die muss wahrscheinlich irgendwie abfackeln, nehme ich an. Ah, und jetzt das Feuer auf die Bees. Auf die Bees. Genau. Muhahaha. Aua, aua. Nee, das bringt's noch nicht. Ups. Das ist nicht gut. Nein. So. Das ist ein nichts gut. Wir könnten das dann... Moment, wir haben hier oben auch Bienen. So. Jetzt kommt hier oben immer Feuer raus. Aber was das bringt, weiß ich nicht. Hebel benutzen. Ah, hier oben ist ein Hebel. Moment. Ja, so ist gut. Ah. Okay. Jetzt müssen wir doch durch können. Ja.
Wir haben einen ganzen Tag in diesem Dreck verbracht. Ach, und ich habe ihn an meinem Saum. Ah, Moment, hier ist ein Hebel. Ah, okay. So. Juhu! Juhu! Blümchen! Oh, bin ich jetzt ersoffen? Ah, nee. Hallo? Diese Blume hat gesprochen. Quatsch, Blumen sprechen nicht. Könnt ihr mir bitte helfen? Natürlich, Frau Blume. Find meine Schwester auf der anderen Seite von diesem Sumpf. Ich... Oh. Oh, kaputt gegangen. Suchen wir nach einer anderen Blume? Keine Sorge, Frau Blume. Gehen wir. Die Helden hatten sich in einem magischen Wald wiedergefunden. Pontius war ziemlich von einer damenhaften Blume eingenommen worden, der sie begegnet waren. Amadeus dachte, die Sache mit der Blume wäre so eine Art zauberhafter Ulk gewesen. Soja dachte weder das eine noch das andere über die Blume. Warten wir einmal ab, grübelte sie. Typisch Dieben. Diese Blume hätte uns mehr erzählen sollen. Eieiei. Ist doch einfach. Wie lange magst du jetzt noch machen und es sollen wir eine kleine Aufnahmepause mal machen? Ich hätte jetzt auch gesagt, wir machen eine Pause. Ja, weil es eh gerade gespeichert hat. Hast du jetzt gar keinen Charakter hier zum Laufen? Weil jetzt kann nur ich laufen. Ach so, ja, ich habe noch nicht Start gedrückt. Ach so, du musst auch Start drücken. Weil ich würde nur noch ein paar Punkte vergeben. Ich habe nämlich noch einen Punkt zu vergeben. Okay, ja, ich habe nur noch ein Schild. Ah ne, ich glaube, ich sammle lieber, dass ich die höheren Fähigkeiten machen kann. Ja. Erfahrungspunkte habe ich 41 von 50. Das heißt, ich habe bald wieder ein Level up. Ich habe 36 von 50. Ah, hier kann man auch alle Punkte zurücksetzen. Das heißt, ich kann was anderes skillen. Aber nee, das passt schon so. Gut. Ja, ich würde sagen, dann machen wir eine Aufnahmepause. Ja, wäre ich auch dafür. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, liebe Leute, bei Let's Play Trine 2. Bis dahin und tschüss. Tschüss.